Zur Montage der internen Schaltzugverlegung werden folgende Werkzeuge benötigt: eine Schnipslehre, Artikelnummer 8506, ein Seitenschneider und ein 2 mm Imbusschlüssel. Für einen definierten Stand drehen Sie die Einstellschrauben am Schaltzuggegenhalter zunächst ganz ein und danach etwa 3 Umdrehungen heraus. Die Hüllen werden in die Schaltzugführung eingelegt und auf sicheren Sitz geprüft. Nun können Sie den Schaltzug 1 einschieben und komplett herausziehen. Gleiches erfolgt mit dem Schaltzug 14. Überzeugen Sie sich durch wechselseitiges Ziehen beider Züge von deren Leichtläufigkeit. Ziehen Sie das Schaltseil 1 an der Nabe über alle 14 Gänge in die Endposition Gang 1. Klipsen Sie nun die Schnipslehre auf, drehen diese in Arbeitsposition und legen den Schaltzug 1 entgegen dem Uhrzeigersinn in diese ein. Ziehen Sie Schaltzug 1 stramm bis Endanschlag. Der Drehgriff dreht dabei in Gang 14. Längen Sie das Zugseil direkt an der Schnipslehre mit dem Seitenschneider ab. Nun kann die Schnipslehre entfernt und das Bajonett für die künftige Verbindung des Schaltzuges aufgesetzt werden. Bevor Sie den Schaltzug 1 darin einstecken, sollten beide Schrauben herausgedreht sein. Die erste Schraube wird bündig auf Kontakt geschlossen, ehe die andere konternd fest angezogen wird. Schaltzug 1 ist damit fertig montiert. Zur Montage des hinteren Schaltzuges 14 ist der vordere nochmals zu lösen. Halten Sie dazu das Bajonett an den Schrauben und öffnen es durch eine Viertelumdrehung. Ziehen Sie das Schaltseil 14 an der Nabe komplett heraus. Gleiches tun Sie mit dem Schaltzug 14 bis zum Endanschlag des Schaltgriffs, welcher dabei auf Gang 1 dreht. Führen Sie alle folgenden Arbeiten analog zum vorhergezeigten aus, also stramm ziehen, ablängen, Bajonett aufsetzen und Schaltzug montieren. Eine abschließende Funktionsprüfung komplettiert den Prozess der internen Schaltzugverlegung. 14 Gänge ergeben 13 Rastungen. Falls erforderlich, kann die Schaltzugspannung über die Einstellschrauben nochmals leicht korrigiert werden. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.roloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.